Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem weiteren 5-Tipps-Video. Heute soll es um Leseflauten gehen und wie man aus einer Leseflaute wieder herauskommt. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich sehr bewusst, glaube ich, gefühlt noch nie eine richtige Leseflaute hatte. Natürlich habe ich auch Zeiten, in denen ich weniger lese, beziehungsweise vielleicht auch mal eine Woche, wenn ich am Strand liege, so gar nichts lese. Für mich ist das aber eigentlich keine direkte Leseflaute, sondern ich mache dann einfach etwas anderes. Und das ist dann auch schon mein erster Tipp, indem ihr einfach das genießt, was ihr gerade tut. Also nehmen wir mal an, ihr suchtet gerade eine Serie, ihr verbringt Zeit mit Freunden, Familien, liegt am Strand, erklimmt einen Berg, was auch immer. Genießt diese Zeit, nehmt diese Zeit wahr und ignoriert das Gefühl, dass ihr gerade nicht lest. Also das ist so das, wo ich einfach denke, ja, man macht dann eben einfach etwas anderes und genießt diese Zeit. Und irgendwann ist diese Zeit dann auch wieder vorbei. Beziehungsweise tun wir dann vielleicht andere Dinge, damit wir wieder zum Lesen kommen, in den Lesefluss kommen, in die Lesesucht kommen gar am Ende. Und ja, aber ich genieße dann einfach die Zeit, wie es ist, nehme es auch einfach hin, nehme es sehr gelassen und ja, versuche gar nicht so negativ über eine Leseflaute nachzudenken, sondern genieße eben all die anderen Dinge. Als zweiten Tipp möchte ich empfehlen, einfach trotzdem zu lesen. Also wenn ihr merkt, eigentlich habt ihr keine so richtige Lust und ihr seid aber irgendwie vielleicht gelangweilt oder genervt oder euch geht es einfach nicht aus dem Kopf, dass ihr eigentlich gern lesen wollt, kommt aber nicht so dazu, dann greift einfach zum Buch und lest. Lest 10 Seiten, 20 Seiten, ein Kapitel, zwei, drei Kapitel, hört ins Hörbuch rein, versucht irgendwie in diesen Lesefluss zu kommen und tut es einfach trotzdem. Vielleicht ist es ja so ein bisschen wie mit dem Appetit, der Hunger, der mit dem Essen kommt, oder der Appetit, der mit dem Hunger kommt. Ich weiß gerade nicht mehr, wie das Sprichwort war. Wenn man es einfach tut und gar nicht so viel darüber nachdenkt, dass ja, sich irgendwann dieser Flow dann doch einstellt und ja, man im Grunde dann auch wieder das Lesen genießen kann. Der dritte Tipp ist, lest einfach eure Lieblingsbücher nochmal. Ich weiß, dass dieses Rereaden, dieses Nochmallesen von bereits bekannten Büchern bei manchen sehr verpönt ist, beziehungsweise man natürlich sagt, Mensch, man hat doch genügend ungelesene Bücher im Regal oder eben ja zu kaufen in der Buchhandlung. Warum soll ich mir denn ein Buch nochmal hernehmen, das ich bereits kenne? Das kann mich doch gar nicht mehr überraschen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn irgendwie nichts geht, greife ich zu einem Lieblingsbuch. Das ist mir in meinem Leben ja vielleicht so 3-4 Mal passiert. Dass einfach aus einer Stimmung heraus mir nicht irgendwie nach einer neuen Geschichte war, ich zu einem bekannten Buch gegriffen habe und mich darin dann verloren habe und es sehr genossen habe. Es bietet sich hier eben einfach eins der Lieblingsbücher an, die man eben einfach abgöttisch liest, wo man vielleicht auch gar nicht groß drüber nachdenken muss, was man da liest, wo man einfach die Geschichte nochmal so ja aufsaugt und man wird merken, dass ja, man relativ doch etwas anderes darin entdeckt, denn man ist einfach jemand anders als vielleicht vor 10 Jahren, vor 5 Jahren, als man das Buch das erste Mal gelesen hat. Und mir hilft dieses Lieblingsbücher nochmal lesen immer sehr, wenn ich irgendwie in so einer Art Flaute, Unlust, was auch immer stecke, da herauszukommen. Der nächste Tipp ist dann, ja, im Grunde das Entgegengesetzte zum Lieblingsbuch, nämlich lest einfach mal ein anderes Genre. Lauft aufmerksam durch die Buchhandlung und natürlich, ja, auch vielleicht über BookTube, über alle anderen Seiten, die ihr irgendwie für eure Bücher nutzt. Ja, folgt einfach mal Empfehlungen aus einem ganz anderen Genre. Wenn ihr irgendwie vielleicht einen Overflow habt, was High Fantasy angeht, was Krimi angeht, greift einfach mal zu einem Thriller, zu einer Liebesgeschichte, zu einem Sachbuch, zu irgendeinem Thema, zu irgendeinem Genre, was ihr vielleicht noch gar nicht kennt oder wo ihr noch gar nicht viel gelesen habt. Lasst euch da vielleicht auch wirklich einfach beraten. Sucht euch auch vielleicht eine Buchhandlung natürlich oder auch einen Booktuber, einen Blogger, wo ihr sagt, ein paar Bücher von dem mag ich auch, die er oder sie mag. Vielleicht liest er ja doch auch mal was anderes, worauf ich selbst vielleicht gar nicht gekommen wäre. Und ja, verliert euch einfach mal in diesen Empfehlungen und greift dazu. Also wenn ihr jetzt ein Jahr High Fantasy gelesen habt und merkt, es wird irgendwie für etwas anderes Zeit, dann sucht euch ein Genre weit ab des eigenen, ja, der eigenen Komfortzone und lest ein anderes Buch. Mir persönlich hilft das immer wieder dran zu bleiben. Ich lese ja auch durchaus immer mal parallel und ich muss da gefühlt für mich selbst einfach unterschiedliche Genre lesen, weil ich, ja, wenn ich 3 Fantasy-Bücher lesen würde, ich glaube, ich würde mich in den Welten irgendwie komplett durcheinander verlieren und ja, lese da eben einfach ja sehr genreunterschiedlich. Und der letzte Tipp ist dann, macht euch euren Sub, also den Stapel ungelesener Bücher zu Hause, einfach mal bewusst. Greift ins Regal und schaut, was euch über den Weg läuft. Wir alle haben wohl das ein oder andere Buch rumliegen zu Hause, was wir noch nicht gelesen haben. Bei mir
mir ist das aktuell ein bisschen was über die 100. Das heißt, ich habe über 100 Bücher, die ungelesen entweder auf dem Reader sind oder im Bücherregal stehen und zu denen ich irgendwann mal dachte, die möchte ich besitzen, die möchte ich lesen und irgendwann aber vielleicht dann doch noch nicht der richtige Moment war. Geht euren Sub einfach mal durch, schaut, was spricht euch an und wenn ihr dann vielleicht 3, 4 Bücher habt, die euch irgendwie ansprechen, dann lest in die Bücher hinein, was natürlich dann so ein bisschen zu diesem Lest trotzdem passt und versucht einfach was zu finden, was euch sofort gefangen nimmt, was euch in den Bann zieht und bleibt dann einfach dran. Was mir auch immer mal wieder geholfen hat in Phasen, wo mir irgendwie nicht so richtig nach Lesen war, war auch einfach mal das Bücherregal ausmisten, umräumen, neu einräumen, neu sortieren, einfach irgendwie mal die Gedanken dabei freizulassen, alles rausräumen, sauber machen, abstauben und dann einfach wieder irgendwie sortiert hinein und das hat mir auch immer geholfen, um den Kopf frei zu bekommen. Überhaupt das Ausmisten da in allen Lebenslagen, wo ein Tipp, aber natürlich auch, was das Bücherregal angeht. Einfach mal ein bisschen kritisch auch die Bücher sehen, die man bereits kennt. Greift man nochmal dazu, will man überhaupt eine Sammlung oder will man vielleicht wirklich nur irgendwann Highlights im Regal haben? Das muss jeder für sich selbst entscheiden, aber ich glaube, wenn man sich einfach mal von seinen Büchern, die einen umgibt, vielleicht so ein bisschen inspirieren lässt und sich die auch einfach ein bisschen bewusst macht, dass man da dann auch einfach wieder Lust aufs Lesen bekommt. Und das waren sie jetzt, meine 5 Tipps für eine Leseflaute, beziehungsweise wie man natürlich aus dieser wieder herauskommt. Und vielleicht fallen euch ja selbst, wenn ihr auch zu Leseflauten neigt oder schon mal eine besiegt habt, auch irgendwie noch Tipps ein, die ich jetzt nicht aufgezählt habe, dann schreibt die gerne in die Kommentare. Auch vielleicht, wie euch einfach diese Tipps irgendwie weitergeholfen haben, ob sie hilfreich sind. Ich würde mich darüber auf jeden Fall freuen, mit euch in den Austausch zu kommen. Lasst also gerne einen Kommentar da, würde ich mich wirklich mega, mega drüber freuen. Und ich hoffe, dass euch die Reihe rund um meine 5 Tipps gefällt. Lasst mir das auch gerne in den Kommentaren da, beziehungsweise guckt auch mal in die Infobox. Da verlinke ich die Playlist, beziehungsweise die anderen Videos davor. Und schaut da auch gerne mal vorbei, wenn ihr da vielleicht eins verpasst habt. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.